Sie sind hier, 29. Dezember 2018, 16.28 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Sandra Ringwald war zum Auftakt der Tour de Ski beste deutsche Urheberrecht Getty Images. Zum Auftakt der Tour de Ski zeigen die deutschen Langläufer eine enttäuschende Leistung. Sandra Ringwald gelingt dabei noch das beste Ergebnis für den DSV. Die deutschen Langläufer haben zum Auftakt der 13. Tour de Ski enttäuscht. Im Freistilsprint zum Start des Klassikers in Toplach, Italien, kam Olympiateilnehmerin Sandra Ringwald als beste Deutsche auf Rang 23, schied aber ebenso im Viertelfinale aus wie die frühere deutsche Sprintmeisterin Laura Gimler. Oberstdorf auf Platz 28. Sprintspezialistin Ringwald hatte sich im Viertelfinale für den konkurrenzstärksten Lauf eingetragen und bekam dafür Lob von Teamchef Peter Schlickenrieder. "Das freut mich eigentlich, denn das ist die Risikofreude, die wir einfordern", sagte der 48-Jährige im ZDF. Ringwald, 2,39,38 Minuten, war den Topläuferinnen auf der 1,3 Kilometer kurzen Strecke als Viertelfinalfünfte jedoch nicht gewachsen. Im Finale dominierte Stina Nilsson, Schweden, die sich in 2,36,10 Minuten den Auftaktsieg sicherte. Klebo gelingt Tagessiegen der Herrenkonkurrenz, holte Olympiasieger Johannes Hülsflot Klebo, Norwegen, bei seinem Tourdebüt in 2,17,99 Minuten den Tagessieg. Die 10 deutschen Männer hatten bereits in der Vorausscheidung geschlossen die Viertelfinalrennen verpasst. Max Olex musste sich als bester Deutscher mit Platz 42 zufrieden geben. Nach dem Sprint in Toplach finden am Sonntag an gleicher Stelle die Einzel im freien Stil über 15 Kilometer Männer und 10 Kilometer Frauen statt. Am Neujahrstag folgt der Sprint in Valmöstra, Schweiz, bevor der dritte Tourstopp in Oberstdorf 2. und 3. Januar auf dem Programm steht. Das Finale findet am 5. und 6. Januar im italienischen Val d'Ayfiem statt. Von Sportinformationsdienst.